Healthwise Sprechstunde. Ihr habt die Fragen, unsere Experten die Antworten. Und jetzt geht es weiter mit der Frage. Was sind denn diese Übungen, die man durchführen kann, um halt diese neuronale Heilung zu begünstigen? Also, das kann man relativ gut kurz zusammen, eigentlich kann man es nicht ganz kurz zusammenfassen. Wenn wir uns das jetzt anschauen, das heißt, wir sagen, die Inselrinde ist das Hirnareal, was die Informationen aus dem Körperinneren hauptsächlich auswertet, um dann zu bestimmen, wie darauf reagiert werden sollte. Dann kann alles, was in der Inselrinde ausgewertet wird, dazu führen, dass dieses Hirnareal, das nennt sich auch Integrationszentrum, dass das eine bessere Arbeit macht. Das heißt, wir können alle Informationen, die da drin ausgewertet werden, benutzen, um die Funktionalität von dem Hirnareal zu verbessern. Und jetzt kommen wir dazu, da wird sehr viel ausgewertet. Also wie schon gesagt, die physiologischen Vorgänge des Körpers, sowie Atmung, Blutdruck, Herzschlag, aber zum Beispiel auch alles aus den sogenannten freien C-Fasern. Die werden aktiviert, wenn wir Druck ausüben, zum Beispiel bei einer Massage oder wenn wir uns selber drücken, wenn wir sagen das Bauchgurt, also wenn man so einen festen Gurt um den Bauch macht, wenn Wärme und Kälte einwirkt, aber auch wenn wir das Gleichgewicht aktivieren, da ist etwas, das nennt sich vestibulärer Assoziationskortex. Also alles, was mit dem Gleichgewicht in Verbindung steht. Das heißt, wenn ich jetzt anfange, meinen Kopf schnell zu bewegen und mein Gleichgewichtssystem aktiviere, dann aktiviere ich damit immer auch automatisch die Inselrinde. Genauso aber gibt es auch ein Zentrum für Riechen und für Schmecken. Das heißt, wenn ich bewusst anfange, Gerüche zu unterscheiden, aktiviere ich die Inselrinde. Wenn ich bewusst verschiedene Geräusche in der Umgebung wahrnehme, aktiviere ich die Inselrinde. Wenn ich meinen Körper wahrnehme, aktiviere ich die Inselrinde. Also ich kann sehr, sehr viel tun, um die zu aktivieren. Welche Übungen würdest du da besonders empfehlen? Oder was sind so deine Top 3 Lieblingsübungen dazu? Also, ich glaube, es kommt immer ein bisschen drauf an, mit welchem Anliegen man startet. Aber der Vagusnerv, wie gesagt, hat einen ganz, ganz hohen Einfluss auf die Inselrinde. Eine wirklich mit Abstand die allerleichteste Art und Weise, den Vagusnerv zu aktivieren, ist durch Vibration der Ohrmuschel. Das heißt, der Vagusnerv innerviert verschiedene Teile des Körpers, unter anderem, wie gesagt, ganz viel in den inneren Organen, aber auch hinten im Mund- und Rachenraum und hier ein Stück von der Haut vom Ohr. Und wenn man zum Beispiel mit einer Reisezahnbürste, die leichte Vibration macht, sich einfach ein Stück von der Ohrmuschel vibriert, ist das ein wahnsinnig großer Effekt auf das gesamte System. Und ganz ehrlich, das sind 20 Sekunden. 20 Sekunden. Und man hat es aktiviert. Das ist das eine. Das ist, also wie gesagt, das ist für die Faulen. Ne? Das ist daher bei mir Top 3. Ja? Das nächste, was wirklich einfach sehr, 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 sehr gut ist, sind alle Formen von verlängerter Ausatmung. Also während man spazieren geht, einfach den Fokus auf die Ausatmung legen. Das heißt, wenn ich jetzt gehe und ich gehe 2 Schritte Einatmung, kann ich 2 Schritte eine kleine Atempause machen, 4 Schritte ausatmen, wieder 2 Schritte Atempause machen. Und dann merkt man schon, man kommt in sowas, man nennt es Luftnot. Also dieses Gefühl, jetzt würde ich lieber gerne einatmen, statt noch weiter auszuatmen. Wunderbar, dann hat man es richtig gemacht. Und jeder hat ja diese Strecke zum Bus oder zum Einkaufen oder wo auch immer man mal hingeht, mit dem Hund spazieren geht. Das heißt, währenddessen eine verlängerte Ausatmung mit so einer leichten Luftnot. Mhm. Und Top 3 wäre für mich tatsächlich, weil es auch wieder so einfach ist, es nennt sich, wie gesagt, diesen Bauchgurt tragen. Also ein bisschen festen Druck auf den Bauchraum ausüben. Es gibt diese Neoprengurte, manchmal heißen die Schwitzgürtel oder richtig gut propagiert als Abnehmgürtel. Ja, man macht es ein bisschen fest dran, kann das unter die Kleidung anziehen und über eine längere Zeit tragen. Denn gerade wenn man große Veränderungen im gesamten Nervensystem oder halt im Gehirn Anpassungen haben möchte, braucht man manchmal auch über eine längere Zeit Einwirkzeiten. Und sowas kann man ganz einfach 20 Minuten tragen, während man, egal ob man jetzt am Computer arbeitet, spazieren geht, einkaufen geht, Sport macht oder seine Spülmaschine ausräumt. Mhm. Perfekt. Das sind doch schon mal sehr gute Übungen, die jeder mal anwenden kann. Wie überprüft man denn quasi auch, ob die Übungen gewirkt haben? Da gibt es ja wahrscheinlich auch verschiedene Assessments, die dann genau, also immer wenn wir neurozentriert arbeiten, dann ist es wirklich wichtig zu überprüfen, ist das, was ich gerade gemacht habe, für mein Nervensystem ein Plus oder war das in irgendeiner Form entweder eine Überforderung, wir nennen es auch Threat, oder ist es vielleicht sogar
viel zu wenig Stimulus gewesen, dass irgendeine Anpassung gekommen ist. Das heißt, unser System ist immer so, wir machen ein sogenanntes Assessment. Das kann ein Beweglichkeitsassessment sein, wie ich beug mich nach vorne, gucke, wie weit kommen meine Hände an den Boden. Das kann aber auch sein, dass ich mir mein Schmerzlevel angucke, wenn ich chronische Schmerzen habe. Dann mache ich eine Übung und dann mache ich das gleiche Assessment nochmal. Und dann schaue ich, bin ich besser geworden, bin ich gleich geblieben oder habe ich mich verschlechtert? Wenn ich mich verschlechtert habe, dann ist es in irgendeiner Form, war ein sogenannter, wie gesagt, ein Threat, eine Gefahr, eine Bedrohung für das Gehirn da. Und es sagt, das kam mir jetzt nicht sicher vor, das mag ich nicht. Und dann ist es ehrlich gesagt auch kein Plus, das zu üben. Also es ist nicht so, dass ich sagen könnte, jede Übung ist für jeden Menschen zu jedem Zeitpunkt grundsätzlich immer gut, sondern man sollte was machen, was einen selbst verbessert, indem es ein positiver Stimulus für das Nervensystem ist. Das ist dann natürlich auch super, wenn man das direkt sieht, ob die Übung bewirkt hat oder nicht, sondern also dass man halt wirklich direktes Feedback danach bekommt. Ja, genau. Also das hat zwei positive Komponenten eigentlich. Das eine ist, es ist einfach eine Motivation, wenn man sieht, oh, die Übung hilft mir wirklich, dann macht man die halt auch gerne nochmal. Und das nächste ist, wenn man blind startet, sage ich mal so, ich gebe jemandem ein Trainingsprogramm, der soll das 6 Wochen durchführen, dann kommt er wieder und dann sage ich zu ihm, das war jetzt aber nicht gut. Dann haben wir halt 6 Wochen verloren. Aber wenn man es zu jedem Zeitpunkt überprüfen kann, dann weiß man immer, dass man auf dem richtigen Weg ist, um sein Ziel zu erreichen. Wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen und ihr habt was ganz Neues gelernt. Wenn ja, dann lasst unbedingt ein Like da. Und wenn ihr noch mehr zu diesem Thema oder zu anderen Gesundheitsthemen erfahren wollt, dann abonniert auf jeden Fall diese Playlist, um keins der weiteren Videos zu verpassen. Übrigens könnt ihr uns auch immer eure Gesundheitsfragen zuschicken. Wer weiß, vielleicht schaffen es diese sogar in die nächste Healthwise-Sprechstunde. Wir wünschen euch alles Gute und bleibt gesund!